Hey, heute erkläre ich euch, wie ihr euer Evoli im Pokémon Schild und Schwert entwickeln könnt. Die meisten Methoden sind so geblieben wie früher auch, allerdings haben sich ein paar sehr drastisch verändert. So erhaltet ihr Aquana nach wie vor, wenn ihr Evoli einen Wasserstein zur Evolution gebt, Blitzer mit einem Donnerstein und Flamara mit einem Feuerstein. Auch bei Psyana und Nachtara hat sich nichts geändert. Beide brauchen nur ein ausreichendes Freundschaftslevel und ein Level-Up. Psyana am Tag, Nachtara in der Nacht. Und nun kommt der interessante Punkt. Fulipurba entwickelt sich ab der 8. Generation mit einem Blattstein, Glaziola mit einem Eisstein. Beide Steine könnt ihr, wie die anderen Entwicklungssteine auch, bei diesem Steinkreis am Wutanfallsee finden. Für Felinara braucht ihr mittlerweile auch keine Minispiele mehr, wie die Pokepause oder der Pokémon-Ami. Ihr müsst nur ein ausreichendes Freundschaftslevel erreichen und eurem Evoli eine Feenattacke beibringen. Erhält es dann ein Level-Up, wird es sich zu Felinara weiterentwickeln. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!